We all need a little help sometimes. We all get down from time to time. Our friend is priceless, I know why. We'll never change it. No, it's stranger. Cause we all break the same. I don't need to know your name. Yeah, we're all right. I'm here to tell you, we're here together. I'll be here for you. Schönen guten Abend, da sind wir. Vier Tage bis Weihnachten. Happy Birthday. Ach nee, war ja Last Christmas und so. Gabi, schönen guten Abend. Du hast es mal pünktlich geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Ja, definitiv. Miguel, du hast es ja mal pünktlich geschafft. Ich bin auch so stolz auf dich. Tüdelü. Mal? Willst du drüber reden? Negativ. Und Lordi ist zwar nicht kurz vorm Stream eingeschlafen. Ich bin heute so stolz auf euch, Mädels. Ne? Das, oh. Das wird so eine lustige Bauchtanztruppe hier. Mal gucken, wer zuerst anfängt zu ragen, weil irgendwer wieder Richtung XY wegrennt. Ich bin so gespannt. So, guten Abend, tschüss. Sollen wir wetten abbiegen? SNOW Dragon verlängert im 11 Monate sein Sub. Snow, vielen Dank für dein Ursub im 11. Monat. Du hast fast ein Jahr geschafft, oder bist, ja doch, fast ein Jahr. Auch wenn du nicht magst, ich mache es jetzt trotzdem mit absoluter Liebe, Vorfreude und... Über alles und überhaupt schon alleine, weil ich mag es für dich gedrückt. Vielen lieben Dank. Tüdelü! So. Da musst du durch, wenn du mich kennst. Da musst du durch, zumindest virtuell. Virtuell gibt's keinen Ausweg. Nee. Tü. Letztens in Fortnite. Weißt du, stehst du hinter mir? Ich will knuddeln. Ich so, ich kann nichts noch. Ja, ich weiß. Und jetzt als zeig ich wenigstens nur. Bäh. Ist immer so, sehen so unbedingt bei dir das noch. Ach, Snow, ist ja nur virtuell. Im Real Life würde ich nie im Leben anfassen, um Gottes Willen. Da würde ich zu nichts zwingen, um Gottes Willen. Nie im Leben. Dafür habe ich viel zu viel Anstand im Körper. So. Ja, Anstand. Du kennst mich doch, Leute. Ich würde doch niemals einen Menschen oder irgendeine Frau anfassen, die das nicht will, um Gottes Willen. Das würde ich nie im Leben tun. Adieu. Und junge Damen, nehmen Sie bitte die Zunge rein, ne? Wir sind hier heute von Männern umgeben, junge Dame. Stellst du, Miguel?
Dankeschön. Dieser Zungen-Emote. Gerne. Dieser Zungen-Emote. So süß. Hör auf, mein Bildschirm hier abzulecken. Lodi, nimm auch du die Zunge rein. Also von mir aus können wir anfangen. Yay! Alter, da war zu viel Kohlensäure drin. Jetzt mich ja jetzt auch so ein Waschlappen hat. Oh, meine Güte. Gobin, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Tüdelü. Di-di-di-di. Morgen ist ja schon wieder Dönerstag. Ich hab mir vorhin noch morgen mal wieder bei Agren zu gucken und beide Inseln zu bereisen. Bevor euch wieder in eine Flinke kriegt, wo wir hinspringen, ihr könnt, wenn wir in einer Aufwärmrunde sind, können wir schon den Point ausmachen, ne, wo wir hinwollen. Guck mal, ping. Da. Mann. Frau. Ich sitze seit über einer Stunde im Talk. Alles ballet. Jetzt fängt der Stream an, fängt Husten an. Meine Güte, Verzeihung bitte. Muss mein Salbei drüber husten? Reden? Nee, ich möchte nicht drüber husten. Finde das Geld. Schütze dein Geld. Macht ihr? Ich bin noch nicht mein Bildschirm. Das meiste Geld gewinnt. Ich wollte gerade sagen, Überraschung, bin auch da. Ich wollte gerade sagen, ihr seid voll Kacke. Ich will ja auch gelernt werden. Ach so. Husten so, Überraschung. Ich bin auch da. Überraschung. Überraschung. Surprise. Cool. Drei. Jetzt wird's haarig. Hier ist ja auch schön. Aber wenn wir auf keinen Fall landen dürfen, ist die Stadt, ne? Ja, nicht in der Stadt. Wir können ja mal dahin. Dahin. Ja, klar, nicht in die Stadt, genau, Snow. Snow hat uns daran erinnert, nicht in die Stadt. Der Feind nähert sich. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir nicht in die Stadt springen dürfen. Ich hab schon wieder Milchgrafik, fängt schon wieder gut an. Mumu-Grafik. Genau. Los geht's. Alle vollzählig. Auf deiner kommt die Zimmerpflanze angelaufen, ey. Bewegung, rüstet euch aus, wir fliegen ins Kriegsgebiet. Also da heißt es nicht mehr Buschbaum-Eichhörnchen, da heißt es Buschbaum-Lordi-Eichhörnchen. Weil der dritte Buschbaum kühler war, kein Busch, sondern Lordi, der nur verkleidet war. Buschbaum-Lordi-Hörnchen. Ja, der Ping ist doch wieder weg, okay. Mann, sollen das... Komm, wir gehen gleich hier auf das Hochhaus mit der Baustelle, komm, wir sind zu viert. Aber wir sollten doch nicht in die Stadt springen. Ja, egal, komm. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr setzt es in Daumen, so zu brechen. Okay, also das da. Ganz schön voll hier. Ich habe keinen Fallschirm. Wieso habe ich keinen Fallschirm? Gabi, du hättest rausspringen müssen aus dem Zug. Oh, perfekt. Gabi! Ich komme! Warum springst du so spät ab? Konzentration heute, Gabi. Sonst rast ich aus. Heute ist hier volle Konzentration. Ich gebe mein Bestes. Nicht geben, machen. Heute ist hier volle Konzentration. Ich habe keinen Fallschirm. Aua. Fängt ja gut an. Nein, Waffe leer. Kacke. Auf jeden Fall, über mir ist einer. Ist gerade auf dem Weg zu euch. Nein. Ach, schade. Habe ich die noch mitgenommen? Da oben? Oder ist hier rückwärts runter? Nee, der wurde unten von Dings erledigt, von Grafit, okay. Sieht man, er gibt sein Bestes. Oder Snow? Nein! Doch, ich komm wieder.
Ich flieg leider zu tief, um wieder auf das Dach zu landen. Ich wollte gerade sagen, das wird knapp. Seile? Fahrstühle? Treppenhaus? Bus? Was? Was? Ich hab. Was? Feuer nicht. Hä? Wie jetzt? What? Smart! War ein Fußballspieler? Das Spiel will mir auch komplett verarschen, Junge. Wir sind seit 2 Minuten im Spiel und Miguel ist schon toxisch. Wie schaffst du dazu? Ich habe nur gesagt, dass mir das Spiel schon da verarschen will. Wie komme ich hier hoch? Nee, ich sehe einen Gegner vor mir, ich drücke ihn den Headshot mit meiner Sniper, er kriegt bloß Schildschaden. Der nächste Schuss knockt ihn aus. Dann drücke ich ihn nochmal, um ihn zu finishen, er revivet sich und springt vom Dach. Also auf dem Kran habe ich es geschafft, aber wie komme ich noch höher? Seil? Ich bin wieder unten. Die campen auf den Kran, ne? Wieso denke ich gerade an die Police Academy? Ich gehe jetzt rein, ich komme jetzt raus! Hier sind die zwei witzig schon an der Schulter. Du schuldest mir gar nichts, no. Nein! Nein! Ich gehe auch wieder runter. Scheiße! Ja, ich bin ja schon weg. Bruder. Ich habe ein Seil gefunden. Aber danke für deine 2 Bits, Kleiner. Aua. Vordach. Mach ich den runter. Da kommt noch einer angeflutscht. Ja, ich weiß. Ach, meine Fresse. Hier ist ja auch schön. Guck mal. Ich habe einen Finisher, da kann ich die Leute schmeißen. Wir sind heute voll dabei, die Jungs. Ist so? Die sind heute voll dabei. Position. Fahrstuhl. Ich sneake mal den Fahrstuhl hoch. Und da wir hier nicht im Battlefield sind, habe ich die Hoffnung, dass mich oben kein Panzer anguckt. Nicht hinlegen? Fahrstuhl kriegt mich nicht hinlegen. Lodi. Ja, genau. Mit dem Fahrstuhl stecken geblieben oder fahre ich noch? Fahr noch. Au. Oha, entspann dich! Was war das denn? Und der hat es eigentlich gehabt, in den Fahrstuhl zu kommen. Ich glaube, der hat Durchfall oder so. Der wollte schnell runter zur Kloetage. Hey Mann, ey, die fressen wieder. Es ist unglaublich heute. Stopp jetzt! So toll, weil der Kackaffe nicht gestorben ist, ist Lolli jetzt gestorben. Nö. Lolli. Ja. Spielt ihr gerade den Aufzugssimulator? Einer fährt hoch, der andere fährt runter. Hä? Okay. Ich fahr grad hoch. Also ich hoffe, dass ich hochfahre. Also auf jeden Fall die Baukräne kann man vergessen, die sind gekämmt. Vier, fünf Mal im Kran hoch und tschüss. Hier, guck mal, an dem Haus geht ein Seil nach oben und von dem Seil aus kannst du denn links rüber auf das Hochhaus. Aber hier nebenan steht auch ein Sniper. Vielleicht klappt mein Plan, vielleicht auch nicht. Dann sehen wir uns im Halleluja wieder. Im Himmel wieder. Im Halleluja. Halleluja. Oh ja, gepriesen sei der Herr! Es regnet Gegner, hier ist gerade einer runtergefallen vom Bock gerade. Er schmeißt auch mit Gegnern nach mir. Ui, vom Himmel geholt. Scheiße. Ein wildes Pummeluft erscheint. Hä? Dort ist doch die ganze Zeit schon hier. Was? Aua! Wiggle, wiggle, wiggle. Hey, Waffe leer. Lass mich in Ruhe. Wiggle, wiggle, wiggle.
Wiggle, wiggle, ja, wiggle. Ja, die sterben wieder nicht, ey. Mann. Ich dachte, sie war vollgestellt. Wo ist mein Team eigentlich in meinem Hochhaus? Im Fahrstuhl. Wow. Wow. Jetzt seht ihr auf die Teamnummer wieder, weißt du? Ich erinnere dich an letztes Mal Call of Duty. Mich brauchst du da nicht dran erinnern. Ich bin immer am Hinterherren bei euch. Das gibt's doch nicht. Auch bei Edeka. Du warst doch eben nicht da. Wo kommst du denn jetzt her? Wie Kai aus der Kiste. Hä, wo ist denn der? Ach, der hat sich da hingelegt, Alter. Mein Gott. Ostern ist doch noch ja nicht zum Verstecken. Das ist nicht nur deiner, das ist auch meiner. Der ist für jeden da. So schnell haben wir noch nie die Toxizitätskins erreicht, ne? Es geht, ich habe Rittersportschokolade. Eiskalt. Eiskalt? Hm. Oh. Alter. Wer war das? Wer war das? Vom Kran tun die campen, ne? Mhm. Wer war das? War das Snow oder warst du das, Kobi? Helmina, lass mich doch in Ruhe da schnappen, du Arschloch! Also ihr wisst, seit einer Viertelstunde wisst ihr, dass sie auf den Kran sitzen. Warum sucht ihr euch nicht ein Nachbarhaus und snipt einfach gegen die, wo sie euch nicht erwarten? Die gucken alle auf den Baustein. Ich hab's gerade versucht von unten und dann kam und dann der Gegner so, jetzt komm ich jetzt mal von rechts und erschieße ihn. Hier ist aber auch schön. Oh, hier sitzt schon einer. Mann, er muss natürlich dieselbe Idee haben wie ich. Maus, so Party. Der Controller, hm? Also, ich hab grad eben vom Kran runtergesnappt, by the way. Da kam einer hochgeseilt, OP. Ja. Wow. Okay, ich leg mich mal hin, ich warte mal. Ich stehe genau auf dem falschen Haus, zum falschen Kran, da ist nämlich keiner. Perfekt. Nicht schon wieder! Alter, schreit doch nicht so los! Ach, beim Nachladen. Habt ihr gesehen, wie man's macht, Kinders? Habt ihr das gesehen, ja? Mhm. Nein, ernsthaft, ich hab jetzt Newton One gehabt, ne? War sehr lehrreich, Opi. Hey, meinst du der Ernst? Ich hab echt Newton One jetzt gehabt. Ich hab einen Sniper weggeholt. Und anderthalb Leute oben auf dem Dach. Nur den Hubschrauber ich leider nicht gekriegt. Ich hab doch so eine kleine Kuschel. Gammelecke gefunden, wo du richtig schön campen kannst. Aber ich will sie nie wieder finden! Willst du auf dem Arm? Ja! Aber nur wenn du Kekse hast. Da habe ich auch noch. Yay. Welche? Karamellkekse. Selbst gemacht. Du. Kann ich bestimmt bei Snow als Tauschwährung nutzen.
ist auch einer. Sag mal, ist denn los, Alter? Auf jedem Dach ist mindestens einer. Gegenüber von euch ist auch einer auf dem Dach. Ich glaube, ich mache gleich einen Laden in der Ecke auf und verkaufe Grills. Holzkohlegrills. Oh. Komm mit. Ich hätte bei der Ware schon immer. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Au. Hast du sehen, Snow? Schlumpi kann tatsächlich mal ein bisschen was. Warum kommt denn hier kein Fahrstuhl mehr? Na, ausnahmsweise. Ey, ich krieg jetzt besser hin wie Garfield und Miguel, ne? Was? Der Fahrstuhl jetzt oder kommt da nicht? Geht's gut da drüben oder soll ich rüberkommen? Das ist ja fast schon. Also die Baukräne sind jetzt leer, ne? Mhm. Ich hab einen schönen Spot oben auf dem Baustellendach hier unten tatsächlich. Wieso nicht, ob ich die wiederfinde? Ich will da erstmal irgendwie hinkommen. Mit dem Fahrstuhl nach oben und ich glaube, wenn du rauskommst, direkt links. Ach, unmöglich langsam. Ja, raus und dann rechts. Dann stellst du dich hier in die eine Ecke, guck mal. Und hier ist eben das halbe Dach an mir vorbeirannt. Oh, gut, da drüben. Ich dachte, irgendwo Schüsse hört, aber ich sehe ihn. Ah, shit. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Entweder seilen die sich hier gerade hoch oder rüber. Ich kriege Angst. Hör doch hier Schüsse von irgendeinem Kran. Ja. Ich hab zumindest einen Assist-Kill gekriegt. Ding geholt vom Dach. Hast du gerade ihn vom Kran geholt, Garfield? Yep. Ich hab ihm zweimal Pussy geschossen, ich hab mal Assist hier gekriegt. Siehst du mich? Guck. Hallo, Garfield. Ja. Und dann bin ich. Ja. Ich hab dich vom Kran gesehen. Aber irgendwas steppt bei mir hier. Oder auch nicht. Miguel ist auch oben. Mhm. Schneller auf dem Dach. Kapiert? Ja, sehe ich. Hat dir gefallen? Was ist denn das hier für ein Geräusch?
Geräusch, Alter. In den Bereich. Den Himmel beobachten. Hui. Ich war fast vom Haus gefallen. Hier sind nicht fertige Städte. Bah, hier ist auch schon. Ja, okay, 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 beruhig dich. Hat der wirklich. Da war doch eben keiner. Hat der wirklich hinter dabei gesessen und gewartet? Was ein Buch, ey. Was? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Jetzt darfst du jetzt was, Scheiße! Der Boden! Ja. Ja. Wer gehört denn hier zu wem? Scheiße. Na, die Leute mit bunten Namen ist dein Team, Lordi. Ne, ich bin gerade irgendwie hinterhergelofen, den ich finishen wollte. Ich weiß nicht, ob der Name Rot ist. Ja, mich. Dann sag doch, wollte, dass du das bist. Er wollte. Deswegen, Lordi. Wollte mich finishen. Wo ist das Seil? Wo ist das Seil? Wo ist das Seil? Abgeschnitten. Hä? Was sitzt nicht in einem Fahrstuhl? Eckwert Welt. Feindlicher Kampfhubschrauber im Luftraum. Hol ihn runter und sichert das Geld. Ja, Maus, dreh dich nicht. Controller, dreh dich nicht. Das ist gar kein Problem. Hä? Was hat. Hä? Aber, um mit den Worten von Snow zu sagen, aber. Uff, im Fahrstuhl ist einer mit der Schrotflinte. Ha. Der fährt die ganze Zeit hoch und runter. Den holen wir da raus. Wiggle, 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 wiggle. Ja, dafür, dass wir mitten im Krisengebiet sind, haben wir aber schon mal schlimmer auf die Fresse kassiert in dem Spiel. Feinde kommen ins Einsatzgebiet. Ja. Stimmt tatsächlich. Die campen alle nur auf die Kränen rum. Und gerade steht seit ihr für 10 Minuten da oben. Dritte Mal schon. Wisst ihr? Wartet jetzt der Kammerkill? Yep. Definitiv. Nimm mich, gell? War eine gute Idee, aber ich gehöre zu dir. Ja, ich habe gerade kurz überlegt und da habe ich mich umgedreht und gesehen, dass du da stehst. Aua! Aua! Was, der Hubschrauber, ne? Ich weiß es nicht, irgendwas hinter mir. Okay. Kann man nicht die Geräusche. Scheiße. Wir haben das Ziel nicht erreicht. Wir haben hier Platz 22 für die erste Runde. Ja. Wenn man so die Ecken rausgefunden hat, direkt oben auf dem Dach drauf, wenn du mit dem Fahrstuhl hochfährst, da hast du eigentlich gute Chancen, die wegzuholen. Weil die können sie sehr schlecht mit dem Sniper einsehen. Nur drüben vom Dach und da sitzen noch ein paar, die eigentlich ganz gut abfahren kannst.
Finde das Geld. Schütze dein Geld. Das meiste Geld gewinnt. Großartig. Klappt hier heute mal, was ist los? Ziel ausblenden. Wow, Gravito ist raus. Versuche Spiel beizutraden. Scheiße. Ich mit 200er Ping? Ja, du siehst einen Ping, ich sehe nur ein Bild. Wir wollen auch in Usbekistan auch ein bisschen mitmetzeln, oder? Aber gestern war es schlimm gewesen, ne Lodi? Oh, die Zombie-Lobby, wir standen, die Zombies sind um uns zugelaufen, wir konnten denen nicht mal hinterherlaufen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Server aus der Mongolei war oder so, keine Ahnung. Standbilder. Also mein Hintergrundbild bewegt sich noch, aber irgendwie... Genau, please hold the line. Wir fehlen uns gerade ein. Unsere Mitarbeiter sind leider in einem Gespräch. Bitte bleiben Sie dran und legen Sie nicht auf. Wir waren für unsere Verhältnisse zu gut, deswegen denkt sich das Spiel so, Moment, sind die Accounts gehackt worden? Wir müssen erstmal überprüfen. Ja, oder? Ja, genau, Shadowban, für alle. Bei versehentlichen Kernspaltungen, Erdbeben oder atomare Explosionen drücken Sie bitte die 6. Ich werde mir jetzt Spiel morgen auf meinen Shadow-PC runterladen und dann zeige euch mal, wie man das richtig mit Maus und Tastatur spielt, Kinders. Nicht. Was? Nicht. COD. OP mit Maus. Ich hoffe, du hast eine Funkmaus. Sonst stehst du dann wirklich noch mit dem Kabel. Yeah! Oh, ich brauch das. Meine Karte und mein Fallschirm ist unsichtbar. Fallschirm ist da, Karte ist da, okay. Meins. Ah, oh, meine Fresse. Nicht mehr meins. Ich glaub, du musst den Feuermodus umstellen, was bist denn jetzt so? Ich bin in den Graben geflutscht. Er sucht ein anderer die Location aus. Vogel startklar machen, sind in 3 Minuten in der Luft. Da ich seid nicht. Wir haben grünes Licht, es geht ins Kriegsgebiet. Kapit oder Miguel dürfen jetzt. Ich war schon mal dran. Ich lasse Miguel den Vortritt. Ach, ihr seid allzu so eine Muschis, ne? Wieso? Einfach weit aussuchen hin, wer jetzt auf die Fresse kriegen, können wir doch nicht. Aber wir fliegen aber ganz gut. Ich würde tatsächlich bis zum Ende fliegen. Na warte nur, wer soll jetzt nur aussuchen? Ne, wer? Ich spring denn ab, wenn die Mehrheit abspringt. Levin Resort, Kevin, ja. Right to my old town road. Sind wir gerade rüber geflogen? I know. On the road again. Ach guck mal, dein Einkaufszentrum, hier ist auch schön. Hier waren wir gestern, Garfield. Ja. Den habt ihr jetzt Heimvorteil, ne? Zeigt mal, wie stark wir sind. Ich weiß noch nicht, wo ich hin möchte. Ich möchte aufs Dach, weil da sind 2 Gegner. Einer. Ja, und die haben schon den kompletten Rucksack voll Geld hinten, oder was? Ihr wollt mich doch rollen. Da braucht es schon mehr. Er ist über dir, Garfield. Alles muss ich selber machen. Jetzt hatte ich hatte eine verkackte Pistole in der Hand. Da ist noch einer unter dir. Jetzt hatte die Beute nachgerendert. Ja, ich hatte eine Pistole in der Hand gehabt. Warum hast du nur eine Pistole in der Hand? Weiß ich nicht. Hier steht auf die Fässer da drinnen.
8 AFKler abgesprungen, die hätte ich mir gerne alle geholt, aber leider sind auch 4 Leute abgesprungen, die gesagt haben, da sind 8. Von wo? Hä? Hä? Und wollt ihr. Schwänzer? Nee. Hä? Kontakt zu einem Feind. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hab ihn geholt mit Bombendrohne. Licht ausgenockt oben. Garfield, hol ihn dir! Schieß nicht daneben! Hinter dir! Bin ich. Geil. Hä? Wo liegt denn der? Da liegt er. Ja, Subsätze, was heißt er? Beauty. Ach, scheiße, ich hab grad um den Chat geguckt, weil komischer Name war. Hinter uns! Ihr wandert da oben und über Dach wie auf so einer Kaffeefahrt, ne? Nee. Doch. Wenn die mir da alle vor die Flinte fallen, da kann ich da nichts für. Ihr seid eben da an den Dachrand langgelaufen wie die Uhrensbande im Vorspann. Wir kommen wieder. Hat dies nicht alle Tage gesagt, so? Waren wir jetzt alle tot, oder was? Ich schätze mal, ja. Boot. Lodi! Kann ich bei dem auf dem Boot landen? Kann ich bei dem auf dem Boot landen? Hinter dir kommt noch ein anderes Boot. Der hat ein Geschütz! Ich hab Maschinengewehr. Hinter dir. Ja. Da war aber Graffiti quasi so zwischen euch. Ihr rennt jetzt nicht wirklich alle 3 Grad mit Sniper hier rum. Nee, von der anderen Seite schießt noch einer. Was eingesteckt. Ah, da oben. Oh, da oben. Wo? Der hat mich getroffen. Hast du Karten dabei? 3 Leute sind ein Sniper nicht, ey. Ihr seid ein süßes Team. Viel halt ich nicht mehr aus! Ist egal, von hinten kamen nur mindestens noch 2 Mann. Nein, der andere auf der anderen Seite war ich. Ich sehe gerade, dass da noch einer ist. Wird einfach liegen gelassen. Ach ja. Was hat der denn für ein riesenrotes Ding da in der Hand, ey? Oder? Ja, er hat mich natürlich gesehen. Okay. Hat mich meine Ex auch mal gefragt. Ja, na sicher. Okay. Kaffee, möchtest du noch mehr springen, dass sie die vielleicht noch mehr hören? Da sind definitiv 2 K.O. auf dem Boot.
Welche Truhe denn jetzt schon wieder? Ja, wo wir vorhin bei dem Panzerboot waren. War da putt? Moin Moin, ja, OB, unser verrücktes Maskottchen und der Rest ist der Band hier. Kuno, schönen guten Abend. Hi Kuno. Blätter nix. Oh. Einer. Was ist unser Ziel? Überleben. Das ist noch ein Transportballon für 4 Sekunden. Nee, ich bin eben erst gespawnt, ich hab ja nichts. Aber links ist so wieder unser Lieblingsfußballplatz, wo wir letztens waren. Oh, Fußballspiel. Right to the old town road. Alter, musst du normal nächstes Mal holt dich. Ich ruf mal ein Schweinchen. Wisst ihr, wir haben vorige Runde ja nicht dran gedacht, mal ein Schweinchen zu rufen, ne? Ist euch immer aufgefallen. Stimmt. Bestätigt, Vogel für die Geldextraktion ist unterwegs. Vogel! Vogel! Wo? Was? Nein, ich ruf bei euch, also habt ihr keinen Traktor-Opi erwischt? Nein, bei uns ist halt fresh. Habt ihr hier panzerte Auto mitgenommen von unten? Nö, natürlich nicht. Negativ? Nope. Sagt bereit, Extraktionsvogel war. Geht dir dein Zahlen, der Hubschrauber ist da. Ich schaff doch heute noch Miguel einen Herzinfarkt zu verleihen. Ich weiß auch nicht wie. Erst kommt er durch die eine Tür gerannt, jetzt rennen wir beide da in dieses komische Stadionhäuschen rein. Jeder kommt von einer Türseite. Jetzt wisst ihr mal, wie mir geht, wenn ihr mich erschreckt. VL! Genau, Schnau. VL! Natürlich so zieht. Extraktionssilikon zur Basis zurück. Die Vorratskisten wurden aufgefüllt. Ausrüsten. Ich bin einfach gut. Ich lasse euch einfach mal machen. Man muss Kinder auch mal spielen lassen. Man muss sich die Kinder auch mal austoben lassen. Und Lolli ist schon wieder weg. Ja. Guten Morgen. Der Pass hält schon tot. Soll ich dich drin sehen? Ja. Würde ich dem Spiel sogar zutrauen. Ich geh mein Dach drüben entern. Das ist jetzt mein Dach beansprucht. Ich habe einen Spielzeugladen gefunden. Soll ich irgendwie was mitbringen? Du kannst ja André fragen, ob er eine Schaukel haben will. Nee, die haben doch Kuscheltiere und sowas. Tomaten. Wir kriegen Besuch, Auto. Jetzt, wo ich weg bin, kommt ein Auto. Oh. Fährt über Brücke. Der Brückinator. Gibt's ein Seil nach da oben oder was sieht? So eine Treppe. Ich meine, da gab's ein Seil hoch. Ich glaube, der war auf der Rückseite. Mach mal was für die Zylinder. Ich mach mal was für die Zylinder am Hintern. Wer in Real Life noch so die Treppen hochheizen könnte, das wäre ultra Porno. Ich gehe mir auf das andere Dach hier. Ich hoffe, dass da oben keiner sitzt. Hier kann man einen Cowboy-Hut kaufen. Gibt's da Sombreros? Nee. Aber Fisch. Fisch! Ne, Fisch. So, oben auf dem Dach angekommen. Jetzt ist hier irgendwo eine Klammer oder irgendwo ein Gegner und schon bin ich tot. Oh, hier. Opi, ich hab was. Was hast du denn? Ich hab Schneebälle gefunden. Wir können den Schneeballschlacht machen. Schneebälle in COD. Ja. Das Must-Have des Winters.
Nebelle. Scheiße. Alter. Scheiß Hubschrauber, was ein Loser. Hey, gab jetzt. Na, moin. Eventuell habe ich die Laterne geküsst mit meinem Hubschrauber. Hab ich gesehen. Snow! Topschild. Ich hab's so Spoiler, ich soll selber gucken. Snow! Sogar zweisprachig. Hinter uns fährt gerade ein Auto, Garfield, by the way. Weil du immer die Karte nicht so beachtest. Kommt auf uns zu? Nö. Oder nicht? Die einzahlen wollen? Ja, übertreib halt Spiel. Hier stehen gleich zwei, ne? Damit ich gleich. Wenn ich links rumfahre, hau ich mich an. Wenn ich rechts rumfahre, hau ich mich an, ne? Also, wenn denn die ganze Arbeit hier. Flöte ist geflogen. Kennst du Flöte? Erschlossen. Hierfür brauchen wir jetzt Flöten gegangen. Ja. Oh. Doppelt hält besser. Genau so. Will ich rechts abbiegen, prall an dem Schild ab und rutsch nach drüben zum linken Schild, prall da ab und bin tot. Da drin würde ich mich sehen. Oder wir weder haben Streit im Spiel, du fährst nach links, ich nach rechts und weder sind wir down. Hat er nicht so funktioniert mit dem Heliflug, war Lodi? Irgendwie wollte er nicht zur Seite fliegen. Meiner auch nicht. Der ist nur geradeaus gefliegt, warum auch immer. Wollt ihr mal einen Hubschrauber rufen und einzahlen für Lordi? But safe is a safe. Nervus Inventios folgt jetzt. Oh. Irgendwas mit Nerv. Schönen guten Abend, vielen Dank für dein Follow. Ich versuche dir es ja nicht auszusprechen. Da habe ich wieder einen Knoten in der Zunge, dann wird die geklippt und dann wird wieder peinlich sein und ach, alle so eine Dinger. Nervus Inventius. Ihr Gesundheit. Und ich bin der römische. Ja, ich bin der römische COD-Gott, trifft nix. Auftragnehmer. Der Helikopter wartet damit. Ich bin Schmuck nix. Alles sicher. Weit abdrücken. Aber euch schön ruhig hier, oder Kinders? Hm, ich hab ich ja ruhig. Kommt nicht gleich wieder. Noch ist es hier ruhig, ja. Wir können ja auch die Eisenbahn uns kapern und das Auto mal ein bisschen rumeiern. Können wir auch, ja. Ach, nö! Verdammt. Na doch. Hack. Warum hast du ein fucking goldenes Auto? Weil ich's kann. Zu Ali aus der Nachbarschaft oder was? Ja. Also mein türkischer Nachbar hier in Neukölln hat nicht so ein goldenes Auto, das weiß ich. Hier ist ein Bagger. Uppe Brücke. Foto mit dem Bagger. Und der Bagger noch. Gell, wo willst du hin? Eigentlich wollte ich Uppe noch mitnehmen. Und wir könnten mal zu Lodi rüber, aber der sitzt auf der Bahn, wa? Nee, ich bin auf der Brücke. Kann ich hier die Rückklappe klauen? Könnte ich für Scummy brauchen, die Rückklappe. Da hier nicht geschossen wird und hier ein Einzahlschweinchen ist, dachte ich mir, will ich mal hier hin. Hier ist aber auch schön. Erstmal ein Robo-Heli an die Loktionik ist hat. Wir sind da. Wie komme ich denn hier überhaupt hoch? Ich wollte eigentlich nur nachladen. Ich will nachladen! Mann. Das gibt's doch nicht. Mal los, der hat was zu Hause vergessen. Das
Sag mal, kriegt ihr den Heli da nicht runter oder fährt? Muss ich wieder mitmachen? Wow, hör auf zu flexen. Ich hab beim ersten Schusswechsel habe ich im Auto gesessen, du Knallkopf. Sag mal lieber einer, wie ich da hochkommen soll. Muss man dir da erst helfen oder was? Mit der Treppe. Mit einer blauen Pille. Warum lachst du jetzt so, Snow? Wegen dem Aufladen und Einsteigen bestimmt, richtig? Richtig. Irgendwie hatte das Spiel gerade andere Vorstellungen, was ich mit der Viereck-Taste mache, als ich selber. Da fährt ein Gegner zwischen uns. Aua! Mich gebissen, die Sau. Der ist gerade über die Brücke gefahren, wie wir über die Brücke ins Scum. Ich bin gerade auf meine eigene Täuschgranate reingefallen, das kannst du auch keiner erzählen, ey. Ja, gut, wie war das so, Miguel? Nicht so geil. Mission gescheitert, nicht genug Geld gesichert. Mission gescheitert, die See. So langsam geht's nach oben. Von 22 auf 17. 5 Plätze nach oben geflutscht. Die sind Diebe. Zumindest waren wir mit dabei, oder? Ja, dabei. Keiner ist gestorben. Erstaunlich bei euch, dass ihr noch nicht gesprungen seid. Erstaunlich echt. Was? Hallo. Hallo. Wenn ich kann, dann will ich. Nee, andersrum. Wenn ich will, dann kann ich. Ach, du willst einfach nicht. Okay, verstehe. Jetzt hast du dich selber verraten, Leute. Jetzt hast du dich selber verraten. Mach mir extra vor jedem Stream Knoten in die Finger, damit das nicht so gut funktioniert. Damit sich die Jungs nicht so schlecht vorkommen, oder? Ja, damit die Lobbys so schön smoothie bleiben. So. Ansonsten müsste ich ja was tun. Oh. Tutentum. Was? Ja, hallo, ich sitze hier mit verschränkten Beinen auf meinem Tisch. Du sitzt auf deinem Tisch? Ne, meine Beine sind auf dem Tisch, vor der Tastatur. Ich könnte auch mit den Zehen steuern. Da wir 4 Tage vor Weihnachten haben, mache ich jetzt eine Challenge. Die nächste Frau, die irgendwas in den Stream rinnt, schreibt die weg. Partout heiraten. Und jetzt kommt die Benz-Baracken rein. Hier, na, lange nicht gelesen. Ah, komm auf den Tisch, ey. Bam, bam, bam. Das wäre original so mein Glück, oder? Das wäre original mein Glück. Aha. Oder hallo, ich war mal Bundeskanzlerin, oh nö. Oder die andere Madame, die andere Schrapnelle, wo ich Snow weg adoptiert habe, die kommt drin. Moin! Ah ne, die kann ja nicht schreiben, die ist ja hier in betoniner Weise weggetätigt. Ja. Die wohnt jetzt in Bannistan. Hast du irgendwie hier Besuch vom Thüringer Tagesblatt? So ich sie angeschreiben. Fängst du jetzt an, Gapit nachzumachen oder was? Snow, du darfst dich ruhig trauen zu schreiben. ModeratorInnen sind von der Hochzeit ausgeschlossen. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Was macht das Ding? Ist das eine Feuchtgranate? Nee. Alle Einheiten, hier Shadow 01. Einsatz im Kriegsgebiet wurde autorisiert. Keine Ahnung, was das Ding macht. Vogelstart klar machen, sind in 3 Minuten. Mach nur Pfff. Voll! Voll! So eben gab es Dackel. Grünes Licht. Für euch heißt das auch an die Front. Kampfregeln sind simpel. Feuer frei auf alle Ziele. Okay. Beutegeld. Geld ist hier das primäre Ziel. Seid schön gierig, dann holt ihr euch den Sieg. Seid schön gierig. Siehst du, ein Snowmaker hat immer weg, so gierig bin, siehst du? Ob den jetzt markiert? Ich gerade. Hinter uns. Ach da! Und tschüss! Und tschüss! Ich muss aber auch gerade suchen. Ich hab irgendwo an den Horizont geguckt.
Aber da ist einer. Ja, ich bin schon weg. Ja. Drei Platz, der stirbt nicht. Hm, ist ein Cheater, der hat immer dann gleich melden hier. Du hast doch nicht zu sehr in die Tastatur gebissen. Der hat bestimmt meinen Streamer, der wusste jetzt genau, wo ich sitze. Hm, jetzt bin ich sauer, jetzt muss ich wieder meinen Toaster verkaufen und meinen Wasserkocher. So eine Scheiße hier. Lege Claymore. Den ich in andere Communities und der Mac motze ich rum, wie scheiße der Schlumpi ist. Was? 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 So was machen wir hier nicht. Ich glaube, ich habe gerade ein Kamerastandbild kassiert. Nee, doch nicht. Oh. Hä? Hä? Ich war. Warum? Ich war da eben noch in der Luft. Ja, soll ich die abholen? Positiv. Ja, ja, ich steig ja schon ein. Drin? Ich bin drin. Die Tiger einfach, ich bin drin. Pauli verlängert um 26 Monate sein Sub. Garo, mein Sohn, in Licht! Vielen Dank für dein Resub im 26. Monat mit deinem Prime. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Caro, für dich gedrückt und geknutscht. Dich darf ich ja wenigstens knuddeln, im Gegensatz zu den anderen anwesenden Frauen. Dich darf ich ja knuddeln. Was heißt hier jetzt ruhig? Alter Mann, was soll das heißen? Guck mal, Garfield, komm. Ich bin von dem Trupp der ruhigste hier. Hä? Oh. Kann man doch nicht platziert werden, Schmutz. Tut er gar nicht lieb. Oh, doch, da rechts kommt einer. So kann ich. Wo ist der denn her? Aus seiner Mama. Wo ist er? Da. Der schubt wieder nicht. Hinter uns auf dem Dach. Fenster. Da. Ach, Scheiße. Der Heli explodiert. Ja, deswegen bin ich vom Dach runter. Garfield unter uns. Ich halt raus. Weil ich keine virtuellen Schmuddler mag, Caro. Also musst du hinhalten. Für dich gedrückt, meine Kleine. Aua, aua. Wow. Ich komm wieder. Er hat erstmal über mich drüber geschossen. Ich bin über den Bordstein gefallen. Du dich über das Spiel aufgeregt hast. Ja, weil das, du kennst doch meinen Aufregen in dem Spiel. Du kennst doch meinen Aufregen. Das ist ja Miguel der Mapi, so ein Toaster, ne? Wie geht's dir, meine Kleine? Erzähl mal. Schon verheiratet, schon Kinder oder verlobt oder schon ein Haus am See oder mit Pool und so? Was macht der reiche Amerikaner, den du dir snicken wolltest, Caro? Wenn die Karte oben machen, dann so, ich bin so, nee, du kannst mich am Arsch stecken, ich will mich nicht zeigen, ich bin die Karte. Ein Truppmitglied hat wichtige Daten gesichert. Da hinten sind sie. So weit weg bin ich von euch, warum? Weil wir alle ausgelöst waren. Hm? Wir waren alle ausgelöst. Ich fühle mich wie so ein Schalter, ich wurde ausgelöst. Du wurdest ausgeschalten. Nee, nichts von all dem. Warum nicht? Du hast so große Ziele gehabt. Welche Amerikaner? Du wolltest damals einen Amerikaner heiraten? Mit einer Ranch und Pferde und auswandern und so? Und mir hast du versprochen, wenn du 18 bist, du heiraten war. Und nichts davon ist passiert. Du bist genauso eine Schlappe wie alle. Nein, Spaß. Alter, auf Leute. Zu jung? Wie zu jung? Moment mal. Mit Caro kann ich so reden. Fauchst du mich gerade an, Caro? Dein Ernst?
Die ist klein und faurig. Ja, deswegen wurdest du gegen Snow eingetauscht, Caro. Siehst du, so funktioniert das hier. So funktioniert das. Na hör mal. Johnny, wo bist du eigentlich schon wieder? Na hör mal. Dieser Krummelimot, ich hab mir immer geliebt, ne? Ich bin auf der Höhe von Opi. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Aber nicht die geilste Höhe, oder, Lodi? Na hör mal, Caro. Hier ist ja auch schön. Warum bin ich hier von Schwerreichen umgeben? Au, 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 au. Ich fühle ihn. Du fühl... Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Siehst du, du hast jetzt davon, weil du mich nicht mit dir noch machst. Was macht die liebe Caro? Oh, Heiner Garfield. Ich hab mich grad ein bisschen verjascht. Das ist legendär gewesen, weil das ein Gegner gewesen. Wo ist denn der Heilut hier? Sitzt der in irgendeinem Bunker drin oder was? Ich glaube, da ist er. Ich will nicht wissen, wo du glaubst, sondern da, wo er wirklich ist. Der Leuchter mit einer Fahne auf dem Rücken. Also war es doch gewesen. Hinter die Obi! Nicht schnell genug. Nice. Das muss der gewesen sein. Nee, da ist noch einer irgendwo. Hier liegen Platten. Hinter mir. Hier liegen Platten rum ohne Ende, Kinders. Ich hab 8 Stück. Na, da ist auch noch einer. Hilfe! Wo denn? Hier oben Ecke. Einer ist hinten bei den Containern. Ich sehe hier gar nichts. Okay, einen habe ich. Ach, ich habe wieder verämmt. Schwanz. Hier gerade überrascht. Lodi, wir haben so viel Hit. Kannst du irgendwie beim Trupp bleiben und dich schon wieder abbauen? Ja, siehst du? Karma. Ja, ist das erste Weihnachten bzw. Silvester, das ich mit meinem Freund verbringe. Ich freue mich schon. Aber Caro! Siehst du, deswegen habe ich dich gegen Snow ausgetauscht, siehst du? Hat mir passiert. Nein, aber ich freue mich für dich, Caro. Ich freue mich wirklich. Läuft es mit ihm? Ist es so, wie du dir vorgestellt hast? Markiere Feinde! Ob wir mal ein Einzahlschweinchen suchen? Das freut mich. Das wäre sinnvoll. Das freut mich, Caro. Carolinka, ja. Bevor die gleich ihr Bonbon-Geld zurückhaben wollen. Snow ist eher ein Ticken frecher wie du, Caro. Brauche Medizin. Und ja, die tippt es. Hinter mir! LOL! Woher weiß er, dass ich da in der Hütte drin war? Fuck. Herzsensor. Garfield, hinter dir kommt ohne einer. Aus von der Türe. Wo ist mein Lodi? Ja. Glaube ich nicht. Lodi war wieder bei Meckes. Oh, doch, Caro. Definitiv. 130%. Am Anfang genauso schüchtern wie du gewesen, aber 3 Schippen frecher. Glaubt mir. Und Snow jetzt, hey, Moment mal! Halt, stopp! Lüge! Oh, doch, Snow! Lüge! Erst haben wir dich großgezogen im Stream, Caro, und jetzt ziehen wir Snow weiter groß.
Wie alt warst du jetzt, Caro? Du bist ja jetzt auch. Du wirst ja jetzt auch langsam eine Milf, ne? Du gehst ja auch langsam auf die 20 zu. Großartig. Ist 19. Bin da drin, OP. Ist 19 geworden. Check. Genauso alt wie unsere Snow. Und zu uns gekommen bist du, wo du 16 warst, ne? Irgendwie. Wenn ich mich recht erinnere. Hä? Die lag neben der Tür, ich hab mich ja nie gesehen. Ich hab die ja nicht gesehen. Kaka! Scheiße, ey. Noch lange keine Milf, hoffentlich. Genau, stimmt, genau. Wo der 16 war es, ne? Groß geworden mit Opi, Caro. Groß geworden mit Opi. Kaputski. Oh, Matuzo zählt. Nächstes Jahr 4 Jahre. Buh, wie Zeit rinnt, ey. Ui. Da kommt einer mit. T-Bus, Finn-Bus. Ist noch, Caro, wo du neu bei uns warst, wie die Jungs sich alle um dich gekloppt haben, wo ich so fast alle rausschmeißen musste und einsperren musste, dass sie dich in Ruhe lassen? Ist das noch? Lodi. Hallo. Alter. Seid ihr heute ein bisschen... Ja, das habe ich mich auch gerade vor dem Tod gedacht, bis Garfield reingerannt kam mit gleichzeitig... Bin ich da gelaufen. Unser Wächter ist online. Na, wenn er die Mikrowelle hingestellt. Andere hätte jetzt nichts mehr mit Frauen am Hut, ne? Snow? Caro? Entschuldigung. Ja, bei anderen sind die Zeiten vorbei. Gestern wollte ich Snow updaten, heute will ich es als Bestätigung haben. Obwohl ich mit Caro rede, also. André, der alte Hallodri. Oh, der hat ja geile Tarnungen. Nice. Hab einen Tutut. Das Lolli mit seinem Tutut. Wollen wir mal zum Schweinchen fahren, eventuell so? Und das macht er immer. Ah, hinter mir! Ich mach auch, ne? Danke. Rechts von uns fährt einer, kommt hinter uns rein. Nee, da, Alter. Unser Wächter hat keine Energie. Ja, ist gerade vorbeifahren. Du musst mir mal über Instagram oder so mal ein aktuelles Foto von dir schicken, Caro. Wir mal sehen, wie du dich rausgemacht hast. Ob du immer noch so ein kleines niedliches Hamsterbäckchen bist wie früher? Was? Ich hab sie ja nie gesehen. Er hat doch gerade eben eine Tür. Ey, Lodi! Die heute alle so knickerig sind, ey. Ja, wir passen nicht auf, dass die Gegner nicht ins Haus reingestürmt kommt und du kommst einfach volles Brett, hier kommst du reingerannt. Habt ihr gehört, Mädels? Die Jungs haben gesagt, sie passen auf. Auf wen passen sie auf? Das war mehr als verdient. Du hast eben gesagt, ihr passt auf das Haus auf, dass da keiner reinkommt. Er hat macht aua da, da und da. Von wo? Da drüben, da. Ja, da. Ja, wo ich wischen. Warum werde ich gejagt? Weil du mir nicht. Ein Baum wegen Toaster. Weil du eine kleine Promenadenmischung bist als Mietzekatze. Bruder, ich muss los. Hinter uns kommen 2 Stück. Die haben Gott, ey. Hütet Geld und holt Feinde, was? Er guckt um die Ecke und ich hab das Messer im Kopf. Laber nicht. Caro, kennst du noch von früher das Schlumpi-Waschmittel, das Schlumposil? Poste auf Instagram noch manchmal Stories. Ja, wie oft bin ich bei Instagram, Kleiner? Wie oft, hm? Genauso oft wie eben beim Jahr Weihnachten ist. Ja, Siggi, wer ist denn Siggi?
Der liegt auf der anderen Seite. Lüge, er lag. Mit Feuermuni. Er lag. Gut. Der Böse. Wollen wir mal zum Schwein oder so, weil da hinten kommt nämlich schon wieder ein Gegner. Ja, er fliegt. Ui. Nein, da. Muss ich mal öfter sehen lassen, Caro? Hast du nicht immer versprochen, dass du dich öfter sehen lassen wolltest? Hä? Was macht Arbeit oder gammelst du momentan? Erzähl mal. Wie hast du deinen Weg eingeschlagen von den ganzen Träumen und Zielen, die du mal so mir erzählt hattest? Was hast du bis jetzt umgesetzt, Kleiner? Erzähl mal. Wo laufen wir hin, Kinders? Was ist die Mission? Ich versuche zum Schwein zu kommen. Hier standen doch gerade zwei Autos. Warum sind wir damit nicht einfach losgefahren? Ich frage für meinen Kater. Dein Baum wegen Toaster. Aber von links hinten Beschuss. Garfield ist hinter mir. Wie kann ich erschossen werden? Wie geht das? Ja, ich gammel aber mach bald Nebenjob in Rewe, bis ich weiß, was ich wirklich machen möchte. Was ist mit deinen ganzen Träumen und Zielen geworden, die da hattest, Caro? Aber muss jetzt erstmal meinen Führerschein weitermachen. Wie weitermachen hast du? Führer oder was? Hä? Moment mal! Irgendwo sitzt noch ein Sniper. Beim Zahlschwein sitzen auch drei Leute. Die zahlen gerade ein. Einen habe ich gedownt am Zahlschwein. Irgendjemand von euch hat mir mein Kill geklaut, dafür habe ich seine Kohle geklaut. Und eingezahlt. Nein, Schwein, bleib hier! Hihihi! Oh. Bestätigt, Vogel für die Geldextraktion ist. Ja, paar Perspektiven haben sich geändert, okay? Ist das jetzt was Positives oder Negatives? Caro, schön. Caro Linka, ja, MC Caro. Kennst du noch? MC Caro? Aua! Irgendwo von da. Oben auf dem. Geh doch aus dem Weg, geht doch aus dem Weg! Dach! So killgeil, der Gabi, dass er mich nicht durchlässt. Wie man's nimmt halt. Caro, du hast so schön viel Ziele gehabt. Du bist. Sie werden so schnell erwachsen, ne? Caro ist mir irgendwann so aus den Händen geglitten. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Beide down. Die Ladung ist an Bord. Extraktionsziel kehrt zur Basis zurück. Beide tot. Bestätigt. Der Extraktionsziel kommt jetzt. Der vom Kran ist weg, ne? Ja, Karum, weil du so selten da warst, haben wir denn kurzerhand unsere Snow adoptiert. Nono war wieder hier. Gegner! Oh, ich hab eingezahlt! Ich auch. Da doch nach! Mann! Granate ist raus! Ah, hinter mir! Was ist denn hier im Garten? Macht Aua, da und da. Gesichert und verlässt das Einsatzgebiet. Ich hab grad zwei alleine weggeholt, drei und ihr? Nicht genug Geld gesichert.
Yes. Meine Arbeit. Meine Arbeit, Kinders. Meine Arbeit. Nicht. Aber immerhin. Dritte Runde für Platz 4. Ja. Dritte 4. Was? Aber Snow, hast du die gesehen? Hast du die jetzt mal gesehen, Snow? Wenn ich einen guten Lauf hab, ne? Dann krieg ich keiner von den Jungs mit, ne? Nur mal wegliegen. Guck mal, ob ich wieder Stoppschild. Guck mal, ob ich wieder daneben geschossen. Guck mal, ob ich schon wieder tot. Und wenn ich den mal einen guten Mann habe, dann krieg ich das keiner mit. Scheiße. Hat doch fein gemacht. Gefick dich. Und wenn du fertig bist, fick dich gleich nochmal. Was? Schon so ein bisschen unfair, Snow, oder? Sei mal ehrlich. Wenn ihr Schlumpi mal was richtig macht, kriegt ihr kein einer nicht mit. Ich hab ein Faxgerät gefangen. Siehst du, ich werde doch nicht mehr für voll genommen. Hier laut die einer meiner männlichen Lieblingsmoderatoren hier in der Opis Family. Zockst du eigentlich noch, Caro? Alter. Konsole oder da dein leuchtenden Toaster, den du dir damals gekauft hast? Da da di, da 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 da. Hey, warum ist das so nass? Jo. Ja, meistens nur auf PC. Hm. Ich spiele auch sehr oft auf dem PC. Bin aber gerade dabei, mir wieder Cold War runterzuladen. Hast du den ganz neuen Teil, den wir spielen? Wenn ja, und die Vollversion hast, kannst du dich melden bei Lordi für Zombies. Da da di, da da da. Da. Ach, im Übrigen, Snow, das ist hier die kleine Caro, mit der ich bei Death by Daylight da in auf Blödsinn gemacht haben. Wo ich dir den Clip gezeigt hatte, das Video, wo du so lachen musstest. Meint ihr irgendwie, spielen wir irgendwie drei, Lordi? Ja. Ja, spielen wir Caro. Der Feind nähert sich. Naja, zumindest die kostenlose Version. Also was mich und Opi betrifft, die anderen beiden haben wieder zugelangt. Lordi hat sich richtig gekriegt. Fall mir doch nicht mal in den Rücken, ey! Aber! Manne! Was bist denn jetzt so? Ihr kriegt dich mit, wenn ich meinen Newton One habe, also lass mir in den Rücken fallen. Ich bin jetzt Medikopter 117. Nee, das habe ich nicht. Was ein Loser. LoserInnen, Entschuldigung. Wir spielen am. Was sind der hier doch? Wir spielen am Freitag ein neues Horrorspiel, Caro. Wenn du Zeit und Lust hast, guck mal im Discord unter Sendeplan. Da steht's drin, was wir Freitag spielen auf dem PC. Weil Opi hat jetzt im Millionen einstehende PC. Zwar bloß ausgeliehen in der Cloud, aber hey, ich hab ihn. Da wären wir. Soeben gab es grünes Licht. Für euch heißt das ab an die Front. Na los, ausrüsten. Alle Ziele wurden freigegeben. Passt da unten auf euch auf. Mit seinem Platz. Kannst du abends mal in den Talk gehen? Kannst du abends mal reinkommen in den Talk und guten Abend sagen, Caro? Jetzt komme nicht an, du bist schüchtern, ne? Du bist seit 26 Monaten dabei. Länger, länger. So, wohin, Kinas? Seid gierig. Habt ihr schon irgendwas gebingt oder bin ich einfach bloß gerade blind? Ja. Ich schaue, ob ich kommen kann, weil mein Freund da ist. Man kann bestimmt reinschauen. Guck da zusammen rein. Ist doch kein Problem. Eine Runde spielst du, eine Runde spielt er. Ist doch kein Problem, nicht? Snow, mein Sohn, den Link! Caro, mein Sohn, den Link! Lordi, mein Sohn, den Link! Ich knipp's dir aus, dein Licht. Aber wir spielen doch im Team und nicht gegeneinander. Ich bin im Team? Ah ja. Und ich dachte, das mit uns wäre was Besonderes. Nee, seitdem deine Mom den Gulasch versalzen hat, ist da nichts mehr besonders.
Du bist manchmal nur besonders scheiße. Ich bin immer so kritisch. Sei froh, dass du überhaupt was von ihr bekommst. Sei doch nicht immer so kritisch. Okay, der war gut gekontert, Miguel. Der war wirklich gut. Den Punkt könnte ich dir. Der war wirklich gut jetzt. Da hat er mal aufgepasst, der Kleiner. Das finde ich gut. Ja, man ist ja meistens mit anderen Sachen beschäftigt. Abwaschen, den Freund verhauen. Schuhe kaufen. Noch mehr den Freund ich, verhauen. Gabi, ich mach Schuhe die kaufen. Kiste auf und du schiebst mich zur Seite, um an den Nut zu kommen. Bist du ein Arschloch oder bist du ein Arschloch? Nein. Doch. Such dir deine eigenen Kisten. Ich hab den Loot nicht genommen. Du hast mich beiseite geschoben, ich hab Videobeweis. Ich hab die Platte gesnackt, mir nicht, die auf dem Boden lag. Ein Stoppschild, was Kim Bock hat zu rendern. Ziton. Guck mal. Snow, das heißt Ziton, nicht Stoppschild. Ziton. Ist ein No-Render-Schild. Voll Idiot. Snow macht da bestimmt so eklige Sachen mit ihrem Freund. Caro. Snow? Du meinst Caro? Caro, ja, nicht Snow, Entschuldigung. Der Weig am Tag gefühlt 300.000 Mal Snow sage. Deswegen. Macht bestimmt ganz eklige Sachen, ey. So wie Abwasch oder so. Weißt du, so. Und Wohnung putzen. Rüber hier. Also, wenn du fast nur noch Computer spielst, kannst du mir deine PS5 verkaufen. Warum? Was ist los? Nix. Alle tut mir geil. Es ist nix passiert. Guck mal, wie sie gleich hinter der Mauer rauskommen und geiern, ob irgendwas... Ihr seid so eine Pennerkinder, ne? Ihr seid so eine Miststücke, ey. Wie die Paparazzis, ey. Passt ihr eigentlich auch in die Babyklappe? Nein. Mehr. Caro aus, nichts war. Ist zu eng geworden. Nichts passiert, Caro, du hast nichts gesehen. Ziel zerstören. Wiggle, wiggle, wiggle. Caro hat auch, Snow hat auch nichts gesehen. Großartig. Bin ich gut? Keine Platten mehr. Hab ich doch, ich hab noch 7 Stück, ich Idiot. Hui. Wieso halt jetzt von König der Löwen so ein Ohrwurm? Nee, das war Timon und Pumba, ne? Nee, ach, keine Ahnung. Hallo? Ja, entschlumpen? Geldlieferung steht bevor. Ah, hier ist schön ruhig, oder? Ja, noch. Kennt ihr Liesel Company? Ich hab mal ein paar Streams dazu geguckt, ja, aber noch nicht tatsächlich hier gespielt. Upload gestartet, den Bereich sichern. Komm noch in den Talk. Komm noch in den Talk drin und erklär deinem alten Lieblings-Opi mal das Spiel, Caro. Jetzt Caro wieder, weißt du? Nee, ich bin nicht, ich bin schüchtern. Ich bin Caro. Nee, mein Freund ist da. Du musst natürlich ein Arschloch sein. Ich weiß es selbst nicht. Ach so, du weißt es selber nicht, okay. Schatti, bitte. Ja. Ausreden. Erst fragen wir, ob wir was kennen und dann weiß ich, wie das funktioniert. Sputz! Synchrose, du ganz leise. Siehst du? Egal ob Snow oder Caro, nee. Ne? Du kriegst von allen Mädels, kriegst du eine Ansage gedrückt. Merkst du was, Miguel? Kannst du vergessen. Komm noch in Talk und zwing mich dazu. Caro, Snow, ihr könnt euch zusammentun, ne? Füllt eure Platten auf! Hat die jetzt gefüllt?
Überraschung. Wie mir jetzt drin steckt, ja, habe ich. Also hier die Platten ins Inventar. Wow, einfach wow. Große Klappe, nichts dahinter. Da hat sich bei Miguel noch nicht geändert. Geld. Gegner. Wo ist denn mein Team schon wieder? Ich bin gerade auf dem Weg. Ich hab nur Platten organisiert. Hat jemand 3 Kilometer irgendwo euch verstreut? Ja. Alter, war die Tür laut. Alter! Okay. Da kommt da sein Kumpel. Oder seine Schwester oder seine Mom. Sein Frumpel. Der hat mich doch gekillt. Wo ist er hin? Hä? Ist der gerade nach oben weggeflogen oder hat gerade Augenprobleme gehabt? Mein schönes Kind! Der kommt in die Treppe hoch, Miguel. Das ist bei mir gerade geleckt, ey. Aua! Aktiviere Mine! Tja, scheiße, wa? Ich reiche. Ich reiche. Und der andere rennt auch in die Mine. Perfekt, hat sich ja gelohnt. Der eine in die Cluster und der andere. Nein! Lass mich in Ruhe! Wo ist er denn hier gerannt? Cluster und der andere ist in die Mine reingerannt. Da ist noch einer. Wo kommen die denn alle her? Aus ihrer Mama. Was? Kaputt. Sie haben gerade auf mich zukommen wollte und mich hauen wollte, der Sack, ey. Er hat neuen Finisher wieder. Aber ich bin erstmal voll ins Gesicht geschossen. Mich hat er gehauen. Guten Appetit, Leute, mit einem Kaugummi. Kaugummi. Ja, ja. Wir sind immer Kaugummi, sind Leute? Ja, ja. Können wir zum Schweinchen oder so fahren? So was. Mal Geld loswerden. Hier ist gerade einer ins Haus drin. Ja, die kommen alle drei wieder. Wo sind Lordi und Garfield? Bin noch da. Daten werden übertragen. Gebiet sichern. Gut gemacht. Ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Danke. Einigermaßen. So, wo ist Lordi endlich wieder? Warum ist Lordi schon wieder da hinten irgendwo? Übertragung abgeschlossen. Gut gemacht. Ich frag einfach nicht. Einfach nicht na, fragen, na, Miguel. Na. Nee. Singen Bumswalderer. Ja, auch schön. Kommt ein Obi geflogen. Iha! Na. Klatsch. Dein Arsch macht gleich Klatsch. Rein. Nee, das erst nach dem Stream, weißt du doch. Ja, aber. Sonst werden die Weiber wieder neidisch. Die Weiber? Du meinst die Mädels? Nein, das unsere Mädels, ja. Genau, nicht Weiber. Weiber meine ich die anderen. Weiber sind die Dinger, die da irgendwo im Frankfurter Bahnhofsviertel rumrennen. Wir haben hier nur Mädels und Damen. Genau. Dann nennen sie auch nicht Weib! Ich hab die auch gar nicht gemeint. Ja. Platziere Mine. Da. Ja, auch schön. Ich mal bei die Tür zu, dass ich nicht ziehe. Machst hier Verkaufstresen jetzt, Lordi? Ja. Belegte Brötchen. Ich nehme eins. Miguel, warte mal. Gibt's noch den Let's Talk About? Nee, momentan nicht. Momentan nicht. Wir haben aber letzten... Ich soll warten auf was. Wir haben aber letzten 2-3 Wochen haben wir einen Freaky Friday gehabt. Und wer war nicht da? Die Namensgeberin des Freaky Fridays.
Zahl doch ein! So lang. Wie ist das mit dem Einzahlen verbuggt in diesem scheiß Einzahlballon? Drück direkt zum Einzahlen, Mahlzeit da ein und Mahlzeit da nicht ein. Mahlzeit da? Komisch. Er zählt? Nein, zahlt. So ein Arschballon, Alter. Hast du etwa keine Twitch- oder Discord-Benachrichtigung, meine kleine Pummelelfe? Langsam wirst du unsympathisch. Kannst halt ja nicht wieder Höhen machen. Du alter Schmubro. Echt mal, alte Schmutzbrust, du. Wie kann man so untreu dem Obi gegenüber sein? Der dich jahrelang auf Händen getragen hat und von den bösen Jungs beschützt hat und dich großgezogen hat. Wie kannst du nur so sein? Ach, hier! Ich hab die Nase hingeblutet. Synchro, du Schwanzkuh, siehst du, Miguel? Nicht so posch. Du kennst doch Miguel. Dieser Krummel-Emote. Ein feindlicher Trupp jagt dich, bleib wachsam. Gabafiel wird gebejagt. Yes, ich mach nix. Ich mach doch nix. Natürlich, du hast wieder an irgendeiner fremden Lasagne rumgeschlabbert. Das ist ja das Problem, weil du nichts machst, wirst du jetzt gejagt. Oh cool, Kernreaktorwasser. Yay. Prost. Yippie. Wir können was nur zum Trinken im Kernreaktorwasser, dann wird ihr nie wieder kalt. Und sie kann uns nie wieder abhanden kommen, weil sie immer leuchtet im Dunkeln. Ja. Wo ist Snow? Da, wo es leuchtet. Hey, ich mein's echt nur gut, ne? Das ist nicht negativ. Ich mein's echt nur gut. Ja. Da war ein Loch im Boden. Da war ein Boden im Loch. Du hast gleich ein Loch im Kopf, mein Freund. Ne. Doch. Ich hab Miguel angepupst. Hab schon wieder Miguel angepupst. Habt ihr irgendwie so einen Kink oder so? Kann das sein? Da ist doch das Einzeitschwein. Wollen wir da nicht hin? Ein bisschen abfahren? Können wir Tutten tun, ja. Und Selbstwiederbelebung. Gegner! Wir wollten doch zum Einzeitschwein, oder? Ah, Gegner kaputt! No. Der begab nicht, deswegen. Hier mich einfach umgefallen. Der Sack! Die wollen Garfield. Die wollen ein Stück Garfield haben. Ich hab die. Ziel verloren. Malte Kohle gehabt. Jagd feindliche Trupps und sichert ihr Geld. Achtung, ein Feindtrupp verfolgt deine Position. Warum denn ich? Was soll denn das? Der Feind versucht die Exfiltration. Haltet ihn auf. Wollen dich haben. Wer verfolgt? Aber. Jetzt wollen sie Taco. Taco in the night. Nehmt den Vogel ins Visier und sichert das Geld. Taco in the morning. Ich hab grad so ein bisschen Origamisierungsschwierigkeiten. Wo war der Zahlschwein? Da. Da. Nein, tut er nicht, sehr ruhig. Roger, im Haus einer rennen. Hubschrauber ist hier rufen. Stinkefüße, scheiße. Ach. Was, Stinkefüße? Flinkefüße. Ich hab Stinkefüße verstanden. Ja, ich hab wenigstens noch zwei gedownt. Dann wurde ich von hinten. Extraktionspunkt wartet ein Vogel. Der Sack kann eingezahlt werden. Eine Zeit.
Glück beim nächsten Mal. Eine Zahl. Halt die Tasche fest, ich hab noch was. Hier, wo ich das Geld mitkomm? Ja! Du! Oh, Heilut ist hier! Alter, von wo? Heilut! Mami! Bargeld gesichert, Extraktion Telekin zur Basis zurück! Piss dich! Wiss ich was, Mongo Junge! Und wo wird denn geschossen? Von überall! Wo soll das Gewitter denn hin? Ah! Mein Gott! Du Stück Dreck! Wenn ich so immer so viel motzen würde, würde ich die Schritte und Pizza hören, du Apfel! Ruf den Hubschrauber! Hinter mir! Wer war gerade ja, hinter mir? Ja! Bin doch da! Da! Happen! Leg dich schon lieber hin! Aua! Jetzt hinter mir! Nein! Vor mir! Überall! Aua! Ich bin down! Ihr sollt doch euer Milchgeld woanders holen, warum wir? Hier war so ein schöner Lauf. Sag mal, Obi, jetzt mal ehrlich, hast du Aimbot? Nein, ich bin erwachsen geworden, Caro. Was ist los mit dir? Jetzt Maul, ey. Ich bin der Beste im ganzen Trupp hier, hallo? Rat mal, warum er vor Runde 4 da war. Erstmal flexen. Oh, ein blindes Huhn trinkt man Korn. Naja, dein Schnauz lang schon. Nein, findet man Korn, nicht trinken Korn. Den hast du jetzt nicht verstanden, oder Miguel? Da zahlen die Gegner ein, holt die doch mal weg, Jungs! Hey, Caro, ich hab mal so Tage, da treffe ich mal ganz gut oder ich halt so Tage, da krieg halt mein Popöchen rasiert, ne, aber richtig. Da ist noch einer vor dir unten. Alter! Aber frech ist es schon, die Caro, ne? Sag mal, Obi, jetzt mal ehrlich. Hast ein Aimbot? Er hat das Aimbot-DLC für 14,99. Genau. Guck mal in unseren Discord, Caro, unter Duden. Was ist denn eigentlich mit diesen anderen Typen geworden, Caro, den du da am Anfang hattest? Auf den du ja so komplett gekappelt warst. Hat sich nichts geändert. Bei mir sowieso nicht. Was soll sich bei mir ändern? Ich bin immer noch genauso bekloppt wie früher, Caro. Da hat sich nichts geändert. Was? War das nicht der Jason oder war das der jetzt hier der Jason oder verwechsel ich schon wieder was? Pass auf, jetzt guckt der Freund auch heimlich zu und jetzt bringst du den Teufel zwischen. Wer ist das und das, Caro? Komm mal her! Erstmal bin ich zu jung und ihr wollt sie questionen. Damit die Hochzeit zwischen euch doch endlich stattfinden kann, wa? Nee, jetzt will ich sie nicht mehr. Jetzt hat sie ja schon, jetzt hat sie ja schon in drei Vorbesitzer und 120.000 Kilometer drauf. Was? Jetzt ist er schon ausgeleiert. Das hast jetzt du gesagt. Jay? Der möchte den Fettnäpfchen treten? Ja. Miguel? Ja, Arschbombe. Was soll schon groß passieren? Jason war vor zwei Jahre ist das schon wieder her? Was? Bruder, wie die Zeit rennt, ey. Oh. Tschüss. 2 Jahre. Brudi. Du weißt, woher Synchro. Woher ich das weiß, ich hab da so meine Quellen. Wenn die Hoffnung wieder schallert, oder? Wenn die Hoffnung wieder ballert. Ne, die ballert schon lange nicht mehr. Ach herrlich. Ich möchte nicht wissen, wie Snow jetzt zu Hause einfach nur noch kopfschüttelnd über ihr Zeichentablet sitzt, ne? Bin mit meinem jetzigen Freund fast ein halbes Jahr zusammen. Ich drück dir die Daumen, Caro, dass es noch lange, lange hält und dass es auch wirklich der Mr. White für dich ist. Ne? Ich drück dir wirklich die Daumen. Und das kommt von Herzen. Aber das wirst du ja bei mir, ne, Caro? Das wirst du. Der Feind nähert sich.
Mädchen-Grafik. Ich hoffe, klar, das wird schon, das wird schon. Und wenn er mal nicht spurt oder dir eine Szene macht, klopp ihm virtuell was auf den Kopf und steht zu deinem Mann, wie man so schön sagt, steht zu deiner Frau. Und niemals unterbuttern lassen von der Kerle, Caro. Ende der Vorbereitungszeit, rein ins Kriegsgebiet. Einsatz! Einsatz! Start in 3 Minuten, los geht's! Flammender Dackel! Alle vollzählig! Befehl yep. Von oben, wir haben grünes Licht! Wo hast du denn kennengelernt, Caro? Im Swingerclub oder wo? Entschuldigung, im Tanzclub oder? Ich kann da ab im Swingerclub, ne? oder auf der Schaukel? Nein, er ist echt lieb, er behandelt mich wie eine Prinzessin. Das wird so nicht passieren. Sag niemals nie, Caro. Sag niemals nie, aber ich drück die Daumen, dass es so bleibt, ne? Ohne Witz, ich drück dir 100% die Daumen. Seid schön gierig, Kinders. Vor 6 Jahren in Minecraft. Wo hast du den Minecraft kennengelernt? Okay. Wo wollen wir hin, Kinders? Und ab morgen dieses Miguel nur in Minecraft spielen. Entschuldigung, Miguel. Entschuldigung. Wohin? Kinders, wohin? Unter uns. Da. Da. In Minecraft? Echt jetzt? Oh, lass es nicht André hören, Caro. Lass es nicht André hören. Morgen erstmal Minecraft installieren, lol. Wie kann ein schöner Gegner hinter mir sein? Was soll denn das? Mach, dass du wegkommst! Ha! Puh, Junge! Danke, Gaffel. So geht das. Entrennt. Schönen guten Abend. Vielen Dank für dein Follow. Ich will da runter. Habt ihr Arsch gerettet. Oh, hier bin ich zu Hause. Gratias. Um mit den Worten von Snow zu sagen? Überreichung. Nee, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich hin. Schnappt euch etwas Panzerung. So. Moment. Schön, aber Freunde, das hat sich dann halt über die Jahre jetzt entwickelt. Sehr schön. Großartig. Prinzessin Pixelklotz ist seit einem halben Jahr glücklich, das freut mich. Warum lacht ihr denn schon wieder? Hört doch auf jetzt. Die verarschen dich schon wieder, Caro. Wir würden sowas nie tun. Du dich mit Snow zusammen, Caro, die verhaut hier die Jungs regelmäßig, wenn sie frech werden. Die ist ein Zacken schärfer wie du. Ich kann es, glaube ich, nicht bezeugen, aber es hat mir ja. Wer hat immer, von Snow den Taser gefressen in GTA-RP? Ei! Was bist denn jetzt so? Warum ist denn so ein Druck auf, Bruder? Vorrücken auf mein Zeichen. Habt ihr irgendwas zu Silvester geplant, Caro? Oder einfach nur Dinge tun, die so frisch verliebte Pärchen tun? Reise nach Venedig mit der Gondel. Wego, wego, wego. Ja! Wego, wego, wego. Da war ich doch eben, da war ich doch keine Sau. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Wiggle, wiggle, wiggle. Kenne Garfield noch gar nicht. Ach, Miezekatze ist keine Bildungslücke, Caro. Was? Ist? Was? Das sind wir da heißen. Bildungslücke. Du bist keine Bildungslücke, wenn man dich nicht kennt. So. Stimmt. Caro, du kannst bestätigen, ich habe schon immer die frecheste Schnauze überhaupt gehabt, oder? Kannst du Garfield jetzt bestätigen? Und wer die ernst nimmt, der hat es nicht besser verdient. Was? Stimmt, Mietekarte ist ein lebender Schreibfehler. Was? Du bist Snow. Nee, gehen zur Zeit auf ein Feld und schauen uns Feuerwerk an. Gehen zu zweit aufs Feld, okay. Ich glaube, Mel war da noch ein bisschen härter. Ach, Mel, die alte Schmutzbrust. Die ihr Scheißauto, was mir erschrocken hat, beim IRL-Stream.
Zeitschwein. Hier unten ist ein Zeitschwein, Kinders. Ich zahl mal, ich hol mal hier, Das Zahlgeschwein. Den Schubgehauber. Hubischrauber. Feinde kommen in den Bereich. Nein, tut er nicht. Doch, irgendwo snippt einer. Ich hab mich gerade im Mobil gesehen. Gerade auf dem Dach wollte. Eine Zeit. Gegner! Ich war doch eben im Gegner, wo ist denn der hin? Ich hab keine Ahnung. Jetzt zurück in seinen Geburtskanal vor Schreck. Ich bin bei denen so lange. Wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Snow, hör auf, ich kann so nicht arbeiten. Ladung gesichert. Der Hubschrauber verlässt das Zielgebiet. Hat jemand einen Keks für mich? Ich hab Appetit auf. Snow, rück deine Kekse. Ich hab die Kiste voll. Nehme ich welche von Grafit? Nehme ich welche von Snow? Caro, hast du Kekse? Hä? 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 Was war denn seine... Hä? Was war denn seine Mission? Hä? Hier steht vor mir, schießt mir an, dreht um und Luft weg. Lässt mich aber leben, hä? Ja, aber keine Ahnung. Er hat ein Herz für Schlumpis. Muss ich mir das so vorstellen, wenn du im Gegnerteam von Sascha spielst? Oder von Garfield? Was? Ja, nur dass Sascha und Garfield dabei draufgehen würden. Backe Freitag, sehr schön. Fotos in Foodporn in Discord. Ich nix Kekse, meine Mutter hat die Dose mit denen runtergeworfen. Jetzt sind es lauter Krümelchen. Oh Gottchen. Dann machst du dir so ein bisschen Fondant, so mit Puderzucker, ein bisschen Wasser und ein bisschen Zitronen-Dingsbums. Und dann klebst du die wieder zusammen, Snow. Ein Kekspuzzle. Genau. Ich will nicht das Geld im Sack sichern. Warum nicht? Der Sack spielt doch gar nicht mit. Doch, Grafit ist ja hier. Was? Autsch. Hast du mich da lieb, kapiert? Ja. Was, du hast mich immer noch lieb? Okay, ich muss noch eine Schippe drauflegen. Wir schalten jetzt in den zweiten Gang. Fracht ist gesichert und verlässt das Einsatzgebiet. Hol mir mein Auto und hol Lordi ab mit dem Geld. Hey, oh, Geld! Auf mich fliegt der Straßen. Jetzt schieß zurück. Wenn ich wüsste, wo? Oder von wo? Hast du ein Uber bestellt, Lordi? Ja. I'm standing for the door. Ja, ja, Snow, das war wieder falsche Denke, ich weiß. In front of the door. Da fliegt einer. Ja. Und da schießt einer. Ruf den Hubschrauber, Kinders. Roger, Extraktionsvogel kommt zur Geldeinzahlung. Ist so ein Raketenabwehrding, kann man das nicht einschalten? Leider nicht. Es ging damals nur im DMZ. Im Zombie kannst du es auch machen. Oh. Achtung, ein feindlicher Trupp hat dich auf dem Schirm. Am Extraktionspunkt wartet ein Vogel, der Sack kann eingezahlt werden. Wieso, was wollen die schon wieder von mir? Ich habe nichts gemacht, ich habe auch keinen Zucker in der Tasche, versprochen. Aber selbst die backen Kekse. Das vielleicht. Wisst ihr? Oh, hier ist ein Whirlpool. Meins. Pool. Lordi braucht das. Bombe! Extraktionsheli kehrt zur Basis zurück. Ich hab
Ich habe eine Kiste mit Schneebälle gefunden. Die Schneebälle kannst du sogar aufnehmen. Ja. Aua! Der hat mich mit dem Hubschrauber getippt. Hast du dich rotoren lassen? Nee, er ist gestorben, aber... Nee, er liegt da noch. Sterbst du ihn. Auf der Insel, Miguel. Da ist noch ein Gegner. Ja, na klar, und er trifft mich. Blutgeld. Tötet Feinde, nehmt deren Geld. Gute Jagd. Rücke vor. Hab ich mit dem Schneeball erst auf gerade Schaden gemacht? Gegner hat Dauer gemacht. Wo sind die anderen? Hey, ich sniper doch auf den, hä? Was ist los mit dir? Nein, hier hinten beim Helikopter. Na, erst schreist du, weil der grünen Gegner sind, und jetzt schreist du wegen dem Helikopter, hä? Ich hab nie geschrien, dass da Gegner sind. Die Gegner waren beim Helikopter gewesen. Da, wo Lodi war. Egal. Ich hätte Mexikaner zu verschenken, Mädels. Habt ihr Interesse? Snow? Caro? Er kann kochen. Außer Scholle filetieren. Das ist nicht so Salz. Komm, Miguel, den hat man schon lange nicht mehr. Hilfe! Ja. Nee, Snow? Negativ. So als Putzkraft, Snow? Oder als persönlichen Sklaven? Nein, Caro auch. Nee, danke. Also die Mädels haben kein Interesse, Miguel. Sind nicht die ersten beiden, ist nicht so schlimm. Also jetzt nicht Mädels wegen ne, Knickknack, sondern hier wegen Haushaltshilfe. Ja, ich weiß. Unterwegs. Mann. Oh. Er ist im Wasser. Jo. Nicht mehr Wasser. Was ist deine Aufgabe? Rein, raus, hoch, zwischen? Das bleibt in dem Spiel, kannst du auch vergessen. Aber mit Kinder und so war das noch, ne? Familienplanung, Caro, oder machst du mich bald zum Opa? Oder machst du jetzt schon Perium zum Opa? Opa Perium, kennst du? Opa Perium. Opa Perium. Opa Perium. Das ist ein Hubschrauber, ich brauch den. Ich brauch das. Bestätigt, Vogel für die Geldextraktion ist unterwegs. Operium. Eine Mischung aus Opium und Opi. Nimmt Opi Opium, kippt Opi tot um. Oh nee, das kann gerne noch sehr lange warten. Denk dran, sowas passiert nicht einfach. Denk dran, Caro. Der Helikopter wartet am Extraktionspunkt. Alles Fahrgeld im Sack sichern. Am Hubschrauber, ich brauch das. Von der Insel wird geschossen auf mich. Die Ladung ist an Bord. Extraktionsheli kehrt zur Basis zurück. An wo? Von links wird geschossen. Von links. Ja, natürlich. Von da hinten holt ihr mich mit einem Sniper aus dem Hubschrauber raus, wenn ich in der Drehung bin. Laber doch nicht. Markiert. Da, auf Ping. Hüpf hier doch nicht so ins Gesicht mit deinem dicken Hintern. Was ist los mit dir? Wollte meine Spritze drücken. Okay. Danke, Roll. Aber Hubschrauber hat jetzt Kopfschmerzen. Beide haben jeweils. Ne, einer hat einen Hit und einer hat zwei Hits. One-Hit-Wonder. Ping mal, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ja, die sind da. Die liegen beide auf dem Boden. Der eine wurde gerade ausgenockt und der andere hielt den jetzt. Ich sehe hier nur die Schweinchen. Ob die gepinkt? Die sind in dem. Da, ich sehe sie. Na, Gegner von mir! Na, ne. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, schade. Ja, mit seiner quietschpinken Waffe, ey. Feind gefallen! Ich glaub, wie viele Platten hatte der denn?
Frodo Beutin. Kennst du Frodo? Frodo Modo? Hm. Ah, shit. Hinten am Haus, wo du eben geplatzt bist, mit deinem Traktor hoch geplatzt bist. Traktor. Mach einen Satz draus, meine Fresse. Feind hier. Hit. Auftragnehmer. Führe Aufträge aus und verdiene Zahlungen. Einen habe ich. Er stirbt nicht! Na! Alle klar, Snow. Schlaf schön, erhol dich gut, bis morgen. Verabschiede mich für heute, bin gerade hundemüde. Nacht und viel Spaß euch noch. Tschüss, Snow! Gute Nacht, Snow! Und deck die Hände nicht zu, nicht, dass du noch kränker wirst oder dir wieder kalt ist. Ziel markiert. Warum hast du nicht auf den geschossen, statt nur zu markieren, Miguel? Weil der erst gerade eben da ums Eck kam. Ich hab deine Kamera gesehen, wo ich im Kill war. Achtung, feindlicher Kampfhubschrauber nähert sich. Schießt ihn ab und sichert das Geld. Weil die haben beide mich angeguckt. Wir sind zu dritt. Hallo, Kampfhubschrauber. Mann, das war unfair. Das war unfair. Unfair, sein Vater. Na sicher. Ach komm, leg mich doch. Mann, du. Ich muss das Fliegen sehen. Wie auch immer mich gerade wiederbelebt hat, danke. Roger. Bitte. Ja, ich wäre fast in die Hubschrauberrinne raus, weil er rübergezogen hat. Dann bin ich dem Hubschrauber ausgewichen und dann ein Headshot von hinten kassiert. Das ist nur ein Ei. Unten im Haus zwei Mann. Ja, ja. Am Extraktionspunkt wartet ein Vogel. Der Sack kann eingezahlt werden. Abhalten nur nichts aus Plattos. Was ist das Priblom? Fracht ist gesichert und verlässt das Einsatzgebiet. Warum lassen die Beutegeld einfach eigentlich immer die Kohle liegen, wenn sie dich gekillt haben? Haben die den Spielmodus nicht verstanden? Bleib ich nicht dran. Ich bin ja schon weg, beruhig dich. Unten drinnen. Kann mich töten, obwohl die Runde vorbei ist. Ja, das kannst du. Stark Spiel. Wenn er zum richtigen Zeitpunkt den Trigger auslöst, kannst du tatsächlich machen. So, raus hier! Nixus Konzentrationikus. Was bist denn jetzt los? Ich muss hier was zu essen machen, oder ich hab Hungry.
Ui. Aber wir haben wenigstens diesmal nicht ganz auf die Fresse gekriegt wie letztes Mal. Ja, heute habt ihr gut gespielt, Jungs. Muss ich euch mal lassen. Ich habe heute tatsächlich ein paar gute Ones bei gehabt, ne? Und keiner hat's mitbekommen. Auch ich. Ich hab nichts gemacht. Ihr seid so böse. Ich doch nicht. Wenn mich irgendwer fragt, ich habe nie was gesehen. Ja, ja. Sein Name ist Hase, der weiß von nichts. Ja, ja. Ihr seid so böse. Ihr seid einfach nur böse. Nein, das nennt sich Eigenschutz. Eigenschutz? Wovor? Weiß ich nicht. Von dir selber. Deswegen höre ich und sehe ich immer nichts. Ach. Und wie konntest du mich denn immer reviven, wenn du nichts siehst? Ja? Ich hab deine Antwort gerade so schwer verstanden. Verstanden. Hat sich Miguel fast am Trinken verschluckt? Nee. Nee. Hört er sich aber so an, oder? Ich hab gar nicht getrunken. Ja. Morgen ist Dönerstag, da ist Stream frei. Wir sehen uns am Freitag wieder. Da spielen wir ein Spiel, was unter Sendeplan drin ist, was kostengelos ist. Damit machen wir uns denn mal den Wunden. Mache ich euch noch ein 5-Minuten-Lied an. Könnt ihr Spaß mit haben. Miguel wird sich freuen, dass der Bass so schallert in dem Lied. Wenn Brezelrock jetzt mal hier auf Pause drücken würde. Dankeschön. Ja, machen wir Feierabend für heute, liebe Süßis. Schön, dass ihr da wart. Caro, fühl dich gedrückt. Vielleicht bist du ja Freitag mit bei. Und wenn es nur als Zuschauer ist. Wir hören und stören uns Freitag. Miguel kann jetzt die Wohnung genießen. Den Lied genießen. Ich muss so dringend auf Klo seit mindestens einer halben Stunde, ne? Ich muss erst warten, bis der Player aufhört. So. So. Tüllü. Und die Musik an, ja. Gut, Kinders. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören und stören uns Freitag. Wir sind raus. Tschüss. Tschüsschen. We make music and we listen to music in our everyday lives. It brings us into the right mood. It bonds us to other people and it also creates shared experiences.
brings us into the right mood, it bonds us to other people, and it also creates a shared experience.